So, was haben wir denn heute an Themen? Schauen wir uns das Ganze mal an. Heute haben wir gehört und erlebt. Wir beschäftigen uns mit dem Studium in Polen. Dafür hatte ich heute Nachmittag bereits eine interessante Voraufzeichnung. Und wir gehen dann noch mal drauf ein. Ich hatte letzte Woche einen Termin vor dem Verwaltungsgericht in Gelsenkirchen begleitet. Ein Verfahren, was über 5 Jahre gelaufen ist. Und da gab es eine erstaunliche Entwicklung. Dazu gleich etwas mehr. Sekunde, ich gucke gerade mal. Ja, Pfeife raucht noch. So, wir schalten noch mal ein paar Kollegen dazu. Sie kennen das ja bereits alles. So, ändern wir kurz mal den Hintergrund. Und wie gesagt, zu dem Kollegen aus Polen hatte ich heute ein interessantes Gespräch. Und zwar gibt es jetzt gleich eine Voraufzeichnung. Sekunde bitte. Da schalten wir noch mal kurz hier um. Und dann fahren wir doch mal das Gespräch mit dem Kollegen ab. So, nochmals guten Abend. Ich hatte heute Nachmittag eine Voraufzeichnung zur Problematik der polnischen Abschlüsse. Wir kennen ja das Thema. Es gab dann einige Fragen und einige Diskussionen. Und ich darf jetzt mal weiterschalten. Hallo Camille, Sie sind drauf. Bitte schildern Sie uns doch mal die Situation. Ja, also die Diskussion beginnt im August 19, als wir unseren Abschluss gemacht hatten in Polen, in Stettin, und wir an die Landesprüfungsämter, vornehmlich in Norddeutschland, herangetreten sind, um unseren Abschluss anerkennen zu lassen. Für eine wenige war das bis dahin kein Problem. Die haben ihren Abschluss auch noch bekommen, sprich ihre Approbation. Wenige Tage später musste der Großteil jedoch von uns erfahren, dass es einen Approbationsstopp gibt. Hintergrund dieses Stopps ist wohl eine EU-Richtlinienänderung, der EU-Richtlinie 2005/36, in der Polen im April des vorherigen Jahres wieder ein Postgraduiertenpraktikum sowie ein verpflichtetes Staatsexamen eingeführt hat. Uns wurde daraufhin mitgeteilt, dass dies geklärt werden würde. Es gab Gespräche mit Polen. Polen hatte zweimal schriftlich erklärt, dass dieses Postgraduiertenpraktikum sowie dieses Examen, das noch abzuleisten ist, ausschließlich für Absolventen in Polen ist, die auch die Absicht haben, in Polen zu arbeiten. Jedoch Darf ich mal an der Stelle kurz einhaken, nur damit ich es verstehe. Normalerweise haben wir es ja in Deutschland so, wir sprechen jetzt scheinbar über das praktische Jahr und die Berufszulassung. Ist das richtig? Nicht ganz, denn dieses 13-monatige Praktikum ist im Studium nachgeschaltet. Ein praktisches Jahr haben wir unseres 6-jährigen Studiums schon abgeleistet. Das heißt, Sie haben das Studium ist praktisch abgeschlossen. Sie haben, wenn Sie so wollen, eine Art Diplom. Genau, also nicht eine Art, sondern ich habe ein Diplom, ja. Sie haben ein Diplom. Und dieses Diplom lässt eine Berufszulassung, ist das eine Berufserlaubnis in Polen verbunden oder wie sieht es da aus? Nein, ist es nicht. Also über all die Jahre war es so, dass wenn man in Polen arbeiten wollte, man noch ein sogenanntes Staż, also dieses 13-monatige Postgraduiertenpraktikum ableisten musste, sowie diesen Test. Dieser Test diente dazu, Absolventen in Polen zu kategorisieren, und je nachdem, wie sie abgeschlossen haben, konnten sie ihre Facharztausbildung wählen. Da Das muss war ich, für diejenigen. da, ich darf da vielleicht noch mal einhaken. Das heißt, diese Postgraduiertengeschichte erfolgte unter Aufsicht eines Mediziners oder konnten Sie da schon selbstständig frei arbeiten? In Polen ist man beaufsichtigt, aber man hat die Möglichkeit, dort schon selbstständig zu arbeiten. Das heißt, einem werden unter Supervision Aufgaben zugeteilt, die man dann selbstständig ausführen soll. Das heißt, ähnlich wie bei uns wäre das ja praktisch eine Tätigkeit mit einer Art Berufserlaubnis unter Aufsicht eines approbierten Arztes. Genau. Ist das Vergleich? Gut. Und bisher war es so, dass man das nicht ableisten musste, sondern was hat sich geändert, damit ich es nochmal verstehe oder auch die Kollegen verstehen?
Also einfach gesprochen war es jetzt so bis 2019, dass nachdem man in Polen an diesem internationalen Studiengang, wir haben ja auf Englisch studiert, zurück nach Deutschland kommen wollte und sein Diplom vorgelegt hat, wurde das anerkannt und man konnte ohne weiteres eine Approbation erhalten und in Deutschland arbeiten. Jetzt ist es durch die Änderung so, dass die deutschen Behörden zusätzlich verlangen, dass man dieses 13-monatige Postgraduiertenpraktikum ableistet, sowie dieses Examen noch zusätzlich schreibt, das sogenannte LEG. Und wie ist die Begründung dafür? Die Begründung war dafür, dass Polen im April diesen Jahres wohl in die EU-Richtlinie hineingeschrieben hat, diesen Zusatz, dass man eben ein Stage, dieses 13-monatige Postgraduiertenpraktikum sowie dieses LEG vorzeigen muss, um eine Anerkennung zu bekommen. Und die Deutschen argumentieren, indem es in diese Richtlinie reingeschrieben wurde, ist es somit bindend. Auch für diejenigen, die in Deutschland arbeiten möchten. Ich muss das ist für mich irgendwo ein bisschen verblüffend. Das heißt, es wurde die EU-Richtlinie geändert oder die EU-Richtlinie wurde in Polen anders ausgelegt? Nein, sie wurde geändert. Es wurde ein Zusatz hineingeschrieben. Ja, und wie lautet dieser Zusatz in der EU-Richtlinie? Genau, da gibt es eine Tabelle normalerweise. Diese Tabelle steht: Zur Anerkennung innerhalb der EU wird verlangt Diplom, Ja. eine Zusatzspalte und da steht neuerdings jetzt eben drin, dieses Postgraduiertenpraktikum sowie dieses Examen. Und das ist sozusagen eine Neuerung gewesen. Und auf diese Neuerung hat Deutschland reagiert und erstmal diesen Approbationsstopp eingelegt. Das heißt, Da. die Deutschen richten sich im Grunde genommen nach der EU-Richtlinie. Das ist korrekt. Und was ist jetzt der Gegenstand der Diskussion? Der Gegenstand der Diskussion ist zum einen, dass Polen erstmal erklärt hatte, dass dieses Postgraduiertenpraktikum sowie dieses Staatsexamen für uns nicht bindend ist. Dann, dass es ziemlich plötzlich passiert ist, woran wir uns gestört haben, dass wir keinerlei Kenntnis davon hatten und plötzlich vor die vollendete Tatsache gestellt wurden, dass wir das eben machen müssen, obwohl wir schon längst andere Pläne gemacht haben für die nähere Zukunft. Und dass Deutschland sich hier nicht flexibel zeigt, obwohl Polen eindeutig erklärt, dass es für uns nicht notwendig ist. Die deutschen Behörden verlangen aber trotzdem vom Staat Polen wieder eine Änderung dieser EU-Richtlinie. Eine Änderung der EU-Richtlinie ist klar. Das heißt, im Endeffekt würde es doch darauf hinauslaufen, dass die EU-Richtlinie geändert werden müsste. Genau. Und Wenn man da, jetzt rein Lehre spricht, wäre das der Fall, ja. ja, und das ist natürlich ziemlich problematisch, weil das kann Monate, Jahre und wer weiß, wie lange dauern. Das ist Und richtig, was haben ja. Sie bisher unternommen, damit es zumindest da etwas weitergeht für Sie? Also zu Anfang hatten wir natürlich erstmal die Landesprüfungsbehörden angeschrieben. Die meinten, das könnten sie nicht entscheiden und haben das Problem an an das Bundesgesundheitsministerium weiterverwiesen. Das Bundesministerium hatte sich erstmal gewehrt mit der Argumentation, dass Bildungspolitik Ländersache sei. Dann ging die Diskussion erstmal zwischen den Ländern und dem Bund hin und her, bis dann eben wir so weit gekommen sind, dass Herr Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, nach Warschau gegangen ist, um dort dieses Problem zu thematisieren. Wow. Bei diesem Gespräch kam wohl nicht viel heraus. Polen hatte dort erklärt, dass es nicht die Absicht hat, die EU-Richtlinie wieder zu ändern und das Problem wieder nach Deutschland zurückverwiesen, dass sie halt eben das Problem intern lösen möchten. Und das hat natürlich zum Problem geführt. Erstens, dass es diese Art von Postgraduiertenpraktikum in Deutschland erstmal nicht mehr gibt. Das heißt, wir müssten das alles erstmal nochmal selbst organisieren, entsprechende Kliniken finden und das dann wieder in Warschau anerkennen lassen, damit wir hier unsere Approbation bekommen. Was natürlich lästig ist, aus vielerlei Gründen. Erstmal die Frage ist, wie wird das finanziell abgebildet? Wie viel Geld bekommen wir dafür? Anzunehmen ist erstmal gar nichts bis sehr wenig. Das wäre dann ähnlich eines nochmaligen PJs, was wir ja schon in der Struktur und Ähnlichkeit so gemacht hatten. Ja gut, aber wenn Sie das in Polen machen sollen, setzt das nicht voraus, dass Sie die polnische Sprache beherrschen? Also in meinem Falle wäre das in gewisser Weise sogar möglich, für den Ja, ist. Großteil meiner Kommilitonen allerdings nicht. Die können das nicht in Polen machen, die müssten das für sich selbst in Deutschland organisieren. Jetzt, da,
Jetzt wird es für mich etwas, ich kenne mich zwar mit diesen Sachen aus, habe da ständig mit zu tun, aber trotzdem vielleicht auch noch mal zur Erklärung unserer Zuschauer. Das würde doch bedeuten, theoretisch könnte ja ein praktisches Jahr in Deutschland stattfinden. Aber das Theorie. theoretisch ja, Sie könnten eine Berufserlaubnis bekommen, aber nur, wenn es zum Abschluss eines Studiums notwendig wird. Das ist Das heißt, Sie können ja diese Berufserlaubnis bekommen, damit Sie das Studium abschließen können. Wäre das in diesem Fall der richtige Weg? Es wäre, sagen wir mal, die bitterste Eingeständnis. Wenn es nicht anders gehen würde, wäre das ja eine Möglichkeit. Aber wenn man sich jetzt im Detail dieses Postgraduiertenpraktikum anguckt, dann ist es von den Fächern her identisch zu dem praktischen Jahr, das wir bereits einmal ableisten mussten. Ich weiß, ich habe verstanden. Das heißt, das Problem liegt einfach darin, Sie haben das praktische Jahr auch fachdetailliert beschrieben, in Polen bereits abgeleistet. Ja? Aber für die Berufszulassung in Polen wird jetzt etwas anderes gebraucht. Genau, also zusätzlich nochmal diesen 13 Monate, ja. Wie viele Leute sind davon betroffen? Also in den Zeitungen ist immer zu lesen, dass es um die 20 Studenten sind, unserer Rechnung nach sind es eher so um die 60. Plus nächstes Jahr kommen ja im Mai wieder Studenten dazu. Das werden dann wahrscheinlich nochmal um die 100 sein, die dann wieder vor dem gleichen Problem stehen. Über die 6 Jahre gemittelt, wie viele Deutsche in Polen studieren, um dort ihren Medizinabschluss zu bekommen, sprechen wir dann von Zahlen zwischen 1000 und 1500 Leuten. Das ist ja schon ganz erheblich. Also das sind ja schon Zahlen, die lassen aufhorchen. Aber dann kann man doch nach dem jetzigen Stand einem Deutschen gar nicht mehr empfehlen, in Polen zu studieren. Es sei, Nein, ja. nicht nach besseren Alternativen, dass man zum Beispiel nach Rumänien, Litauen oder nach Budapest gehen könnte in Ungarn an die Universität Semmelweis, die das ja auch schon seit Jahren anbietet. Das heißt, in diesen Ländern ist es noch unproblematisch. Und jetzt haben wir lediglich das Problem, dass das polnische Ministerium oder die Gesundheitsbehörde das geändert hat und sagt, so liebe Leute, das muss so sein. Und die Deutschen greifen das natürlich auf und sagen, jawohl, die deutschen Approbationsbehörden, das brauchen wir jetzt. Das wird nicht die EU-Richtlinie vorgeschrieben. Was glauben Sie denn, wie sich das Ganze entwickeln wird? Wir wissen es nicht. Also es wurde uns von politischer Seite mittlerweile, nachdem wir da viel Arbeit reingesteckt haben, signalisiert, dass es an einer Lösung gearbeitet wird. Wie diese Lösung jetzt im Endeffekt aussehen soll, das wissen wir nicht. Es könnte die Möglichkeit sein, dass es ein bilaterales Abkommen gibt. Da habe ich aus der Zeitung aber entnommen, dass hier das Problem ist, dass in Deutschland ein föderalistischer Staat ist und solche Abkommen nicht so leicht zu bewerkstelligen sind, die dann bindend für alle Bundesländer wären. Naja, das ist jetzt wieder das Problem. Wir haben ganz oben on top das EU-Recht, darunter haben wir das Bundesrecht und dann das föderalistische System mit dem Landesrecht. Das heißt im Grunde genommen, es ist auch die Aufgabe von Herrn Spahn, auf Bundesniveau oder auf Bundesebene dort etwas zu machen. Das ist korrekt, ja. Na gut. Und wie genau das jetzt, welche Lösung Sie für sich am besten finden, dazu kann ich jetzt keine abschließende Meinung abgeben. Das müssen jetzt, es liegt in den Händen der Politiker. Na, toll. Also, mit anderen Worten, da kommt noch einiges auf uns zu. Kamil, ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Gespräch. Wir werden das heute Abend in der Sendung drin haben. Und jetzt nochmal der Hinweis für die aktuellen Zuschauer. Das war eine Voraufzeichnung, die wir heute Nachmittag vorgenommen haben. Es bleibt ein spannendes Thema. Warten wir mal ab, wie es ausgeht. So, nochmals So, guten Abend. das war der Beitrag, den wir heute Nachmittag aufgezeichnet hatten. Hier sehen Sie nochmal die Themen, die ich vorgesehen habe. Wir kommen als nächstes zum Verwaltungsgericht in Münster. Ich muss sagen, das war schon ganz schön spannend, was ich da erlebt habe. Ich habe also einen Zahnarzt und einen Rechtsanwalt, Herrn Friemuth aus Köln,
vor das Verwaltungsgericht Münster begleitet, weil mich mal einfach interessiert hat, wie läuft das Verfahren dort ab. Ja, ich muss sagen, das war eigentlich ganz spannend. Ich gucke mal schnell in meine Aufzeichnung rein. Und zwar fand das Ganze statt vor einer kompletten Kammer, bestehend aus drei Berufsrichtern und zwei Beisitzern, also Laienrichter. Naja, das ging ein Verfahren, was seit 5 Jahren lief. Es wurde diskutiert, es trug ein Richter den ganzen Sachverhalt vor. Das war der sogenannte Berichterstatter. Der erzählte also, wie alles gelaufen ist und brachte dann völlig richtig die Gesetzesänderung rein, dass es nicht mehr auf die Stunden ankommt, sondern auf die Inhalte. Das fand ich also ganz toll. Aber ich muss dann sagen, es ging anschließend wieder nur um die Stunden, wobei dann der Vorsitzende Richter bemerkte, die 60 Minuten Stunde, wohlgemerkt, bestätigt dich die Universität. Wir haben ja in einigen arabischen Ländern oder in diesem Bereich, auch zum Beispiel in Ägypten, haben wir ja 60 Minuten Stunden. So, und dann ging es, und das war eigentlich ganz interessant, um die Studienstunde. Und zwar um die Länge einer Studienstunde. Ich darf Ihnen das mal zeigen. Das sah dann so aus. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ja, kann man. Also eine Studienstunde hat 60 Minuten in einem Drittland und in Deutschland sind es 45 Minuten. Das führt normalerweise zu dieser Umrechnung, zu dieser Formel mal 45 geteilt durch 60. Das heißt, 100 Stunden im Drittland entsprechen 133 Vergleichsstunden mit einer deutschen Ausbildung. Das heißt, die Ausbildung dort, wenn man die Stundenzahl nimmt, ist immer rund ein Drittel länger und umfangreicher. Aber das wurde komischerweise durch das Gericht überhaupt nicht angenommen, weil man einfach der Meinung war, dass die 60 Minuten im Ausland doch gar nicht zu leisten sind. Dann auf die Frage des Anwaltes, wenn das dann Bruttostunden sind, wo man was von abziehen muss, dann meinte die Kammer, ja, der Arzt muss ja auch mal den Kittel wechseln oder irgendwas anderes machen. Auf die Frage, warum man dann die deutschen 45 Minuten nicht auch entsprechend einkürzt, gab es dann keine große Antwort. Naja, man hat sich dann daran festgebissen, man ist auf die Inhalte gar nicht eingegangen. Man kam dann leider in die Situation, dass der Arzt leider sein Visa ging noch 3 Monate weiter und in diesen 3 Monaten war mit Sicherheit keine Entscheidung zu erwarten. Es war noch ein interessantes Thema dabei und zwar ging es um die Berufserlaubnis. Die Berufserlaubnis wird ja von den Approbationsbehörden, in diesem Fall war es die Approbationsbehörde in Düsseldorf, nur ausgegeben für zur Vorbereitung auf die Kenntnisprüfung. Das steht tatsächlich in den Verwaltungsrichtlinien des Landes NRW so drin, aber der vorsitzende Richter sagte ganz klar, es ist die Meinung der Kammer, dass dieses nicht im Gesetz steht und deswegen kann die Berufserlaubnis nicht daran geknüpft werden an eine Vorbereitung zur Kenntnisprüfung. Eine Berufserlaubnis kann auch gegeben werden, damit die Ärzte im Beruf weiterarbeiten können. Das war also eine ganz interessante Geschichte. Dann gab es noch eine interessante Meinung. Ich hatte dann Herr Dissmann war da. Herr Dissmann ist derjenige, der die Termine verteilt. Er bestätigte mir, dass es bei Limette in Münster bisher einmal man kann es als Probelauf bezeichnen,
im Rahmen einer Kenntnisprüfung war. Bei dem waren wohl 69 Leute. Er konnte mir zu der Durchfallquote nichts sagen, aber ich habe von anderer Stelle gehört, dass dort die Durchfallquoten wieder extrem waren, halt wie wir es öfters in Münster haben. Ansonsten wollte er sehr wenig dazu sagen, wie es jetzt weitergeht. Man geht immer noch davon aus, dass ab 1. Februar entsprechend der Anordnung der Landesregierung, des Gesundheitsministers, der gesagt hat, liebe Leute, in Zukunft wird alles in Münster zentralisiert und wir wollen dann einfach besser sein, wir wollen schneller sein. Ob das letztendlich so funktioniert, ich wage es also zu bezweifeln. Auf jeden Fall kann man sagen, da bleibt noch einiger Handlungsbedarf und das wird sicherlich noch recht spannend werden. So, das war es eigentlich für heute, das Wesentliche. Wollen wir mal schauen, was wir hier noch haben. Ja, nochmal den Hinweis, hier haben Sie die Hotline für Ihre Fragen. Sie können mich also jederzeit erreichen. Sie können auch Ihre Frage per E-Mail stellen. Machen inzwischen auch Werbung. Sie können uns Ihre Informationen zu Kenntnisprüfungen, Fachsprachprüfungen, Ihre Erlebnisse dazu, können Sie uns gerne mitteilen. Den Link finden Sie auf der Seite. So, dann sind wir durch heute. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Schönen Dank fürs Zuschauen und bis nächsten Sonntag.